Hallihallo alle zusammen, wir sind hier wieder bei einer neuen Folge Running Red. Lang hat's gedauert mit dem lieben Tight Day. Maxi? Achso, man hat dich nicht gehört bei mir. Bei mir auch nicht. Achso, gut. Hallo. Hallo, Maxi. Und mit einem ganz besonderen Special Gast, der nicht auf dem Server ist, weil er neben mir sitzt, Sunny Moon. Hallo. Naja, besonders. Okay. Oh, tut uns leid. Ja. Ah nein, scheiße. Was ist los? Die Frauenquote wurde jetzt auch bei uns im Projekt erhöht. Die Feministen sind überall. Feministen. Fami? Saninisten, ha. Na gut, whatever, scheiße. Lass uns weitermachen. Was steht auf dem Programm? Also, ich habe ja versucht, das Jetpack zu machen. Mir wurde übrigens voll viele Tipps gegeben, dass wenn ich hier eine Lavaquelle oder so irgendwie neben dran mache, damit der dann unendlich Strom hat. Ich habe es auch irgendwie hingekriegt, dieses Control-Schaltkreis-Dings zu machen das letzte Mal. Aber dann bin ich gescheitert. Ich habe es versucht, im Kopf nachzuspielen, und zwar Eisenstaub oder Pulverized Eisen. Und das ist einfach nicht möglich. Ich brauche einen Redstone-Ofen. Einen Redstone-Ofen, da brauche ich aber pulverisiertes Nickel. Weiß ich nicht woher. Eisen kann ich mit dem Pulverizer, aber der Pulverizer braucht nicht RF-Strom. Der gibt doch RF-Strom ab. Ich könnte einen Pulverizer machen. Alter, wir haben gerade gar keine Ahnung, wovon du hier redest, oder? Mechanischer Krimskrams. Mechanischer Krimskrams. Könnte ich einen Pulverizer machen? Haben wir noch Fäden? Hat jemand zufällig von euch einen Faden dabei? Nein. Und dann haben wir noch die Seidenraupen, und die können wir dann verwenden, um die Fäden Das wäre super, weil mein Questbuch ist wieder weg. Warum tust du das immerhin? Ach ja, bei Stahlbarren hat es dran gelegen. Ich wusste nicht mehr, wie ich die Stahlbarren mache. Da brauchen wir Wir wussten nicht, was wir mit Stahlbarren überhaupt anzufangen haben, oder nicht? Deswegen habe ich mich entschieden, ich gebe das Jetpack in die fähigen Hände von Tight Day. Der macht es jetzt. Und ich gebe mich zu. Ich kann ja nicht mal eine vernünftige Monsterfalle bauen. Das hast du doch super gemacht. Du kriegst es schon hin mit dem Jetpack. Einfach unten in die Suchleiste ein. Dein Ernst? Okay, gib mir einen Faden und ich mach das. Ich habe keinen Faden. Nimm so einen Wurm aus den. Ja, wo sind die Würmer? Ich glaube, bei Pflanzen. Ja. Du bist der Wurm. Oh Mann. Ich bin verwurmt. Ew. So. Und das gefällt mir im Nether. Ja, jetzt hat schon dich cool. Die ganzen Geräusche. Okay, ich muss jetzt den Jetpack machen, ne? Ja, viel Spaß. Also meintest du das jetzt eben ernst, oder willst du wie immer Beschäftigungstherapie? Beschäftigungstherapie. Oh, nein, ich meine, upsala, ich meine das ernst. Mach ein Jetpack. Welchen soll ich machen? Den Panzer, Jetpack? Also ich hab's probiert mit dem, Jetpack, 31669. 31669. Sieht genau aus ja, wie das Panzer. Das ist der Panzer-Jetpack übrigens. Nee, der Panzer wird anders da gecraftet. Da braucht man Diamantstaub. Nimm einfach nur das normale Jetpack. Das Ach, okay, ja, du hast recht. Ich hab mich verguckt. Und den Kontrollschaltkreis habe ich schon im Inventar, einer. Ja, gut. Das ist bloß nicht sterben. Ja, es war gut, damit in den Nether zu gehen. Wir brauchen auf jeden Fall Stahlbarren, ne? Ja. Ich bin im Nether unterwegs. Ich habe versucht, diese Yes! Wir haben die Hast du den ja. Punkt? Hat mich aber auch fast umgebracht. Hast du schon eine Legierung? Eine was? Eine angereicherte Legierung. Da hingen wir doch letztes Mal, wir einen Redstone in die metallurgische Infusionsmaschine tun. Ja. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Nicht. Also ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe den Kontrollschaltkreis, dieses grüne Ding, was in der Mitte ist. Ach, das hast du schon. Das heißt bei mir Kontrollschaltkreis. Ja, bei mir nämlich auch. Das ist ja cool. Dann sind schon auf einem Nenner, das ist super. Wir brauchen Eisenstaub, den machen wir mit Iron Grains. Und wo bekommen wir Iron Grains her? Was ist denn die nächste Quest? Ein Erstsiegel herstellen. What the fuck? Das brauchen wir Blank Slate, Glass, Weak Blood Orb und eine Gast. Magst du den Weg weiterbauen und ich versuche das zu machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Hier habe ich dir ganz viele Ressourcen mitgenommen, falls du willst. Ganz viele Ressourcen? Ey, oh yeah. Wir müssen ja diesen Gastank machen, ne? Geht mal auf
klickt mal kurz bitte auf Iron Grains. Und das brauchen wir. Und ich habe keine Ahnung, was das alles sein soll. So, fertig. Was? Danke. Bitteschön. Ich habe dir gerade nicht zugehört. So, geh mal auf den Jetpack, so pipapi, Gastank, dann Eisenstaub und dann Iron Grains. What? Ach, schon wieder mit A. What the fuck soll man da machen? Gastank, dann Eisenstaub, genau da hänge ich ja auch. Ja, aber wir haben doch keine Bees, wir haben doch keine Bienen, wie sollen wir das da machen? Habt ihr schon mal versucht, auf die Pfeile zu... Nein, du kannst, warte mal, bis das, nicht von Eisenstaub... sondern auf Pull Revised Eisen drüber geht. Und Terminal Expansion. Ich weiß nicht, was ich mache. Gib mal Pull Revised ein in die Suchleiste unten. Und dann baust du das. Pull Revised. Achso, Pull Revised. Mhm. Ich hab's auf Deutsch. Pull. Pulverisierer. Ja. Pulverized. Warum sagst du es mir dann auf Englisch? Ja, das hilft mir recht wenig. Warum? Wieso denn? Ach man, das ist so viel. Gut, dann fange ich jetzt mal an mit einer Redstone-Rezeptionsspule. Ja, so. Ganz ja. Genau. Mach Stück für Stück. Genau. Hast, ja. Bau dir eine kleine Technikkiste. Da schmeißt den ganzen Scheiß dann rein. Das hatte ich früher übrigens, eine Technikkiste. Das war cool. Achso, nee, anders. Er wusste nur nichts damit. Doch, ich war technisch begabt. Oh, guck mal, ich hab Brotkrumen gesehen. Begabt. Ja. Hat jemand jetzt von euch Faden? Ah, nee. Ist ja hier. Rotkrumen waren Cobblestone. Hast du den Wurm immer noch nicht doch, in den Baum doch, 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 ich hab's nur vergessen. Da ist noch ein Brotkrumen. Hast du den Wurm immer noch nicht? Doch, 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 ich hab's nur vergessen. Hä? Ja, ich hab's nur vergessen, dass er drin war. Ach so. Ihr Idioten. So. Oh, nicht gut. Ja, Sunny, du als Gast merkst sicherlich, dass wir ziemlich behindert sind. Ja, das weiß ich schon, ich guck die Folgen. Ah, echt? Ja, ja, nachdem ich sie drauf angesprochen habe. Genauso zerstört wie wir. Ah, da ist ja schon. Warum dampfe ich eigentlich? Warum habe ich Feuerresistenz? Wo habe ich die denn jetzt her? Weil du einfach so heiß bist. Oh, bei mir donnert's wieder. Aber das hört man nicht in der Aufnahme. Richtig heftig. Doch, hört man. Okay. Echt? Oh, Spatzle, ich brauche eine Gasträne. Ja, die kannst du im Quest ach, die habe ich gekriegt von der Quest. Ja. Wir brauchen einen Maschinenrahmen. Ja, viel Spaß. Wir brauchen Glas. Ihr macht es, Jungs. Wir brauchen wieder Stahlbarren. Tite, kriegt das hin. Ja, genau. Jetzt find mal raus, wie man Stahlbarren macht. Oh Mann, das ist so kompliziert. Das ist nicht witzig. Wo ist denn die? So, ich mach mir jetzt meine eigene Kiste. Wenn da jemand rangeht, dann kill ich den. Dann komme ich zu euch nach Hause und kill euch. So, da sind nur die Sachen drin, die ich brauche. Kann man das als aktive Morddrohung sehen? Das ist strafbar übrigens. Mir ist es egal. Außer du würdest in Amerika wohnen, dann würdest du deine Eigentum verteidigen und dann wäre es legal. Willst du mich swatten? Oh yeah. Das ist cool, was ne? Heißt swatten? Kennst du es nicht? Ja, ich rufe bei der Polizei und sagt, er hat irgendwelche Leute als Geiseln gehalten im Keller und dann kommt da ein SWAT-Team und hält ihm erstmal eine Waffe an den Kopf und dann schießt die vielleicht aus Versehen. Also das passiert meistens bei Streamern im Internet übrigens. Und dann irgendwelche Leute, die nicht verlieren können, gehen dann auf den Stream, sagen ja, der und der sagt, er will eine Schule vernichten, nur so Amoklauf. Und das wird ja in Amerika, boah, da bist du echt am Arsch. Dann kommt erstmal das SWAT-Team vorbei. Ja, ne? Und dann klopfen die an der Tür. Und dann, beziehungsweise die rammen die Tür ein und alle, die im Weg sind, werden halt teilweise mit Waffen geladen und ungesichert in Waffen bedroht. Ja. Wo ist denn die Kiste, wo du gemacht hast? Halt? Die habe ich gerade gecraftet, die baue ich jetzt hier hin. So. Ja, da hau ich dir nämlich das da rein und das da rein. Perfekt, danke schön. Und wenn du mir dein halbes Herz gibst von der Quest, die ich eben fertig gemacht habe, dann kann ich uns ein neues Herz geben, damit du nochmal neu sterben darfst. Cool! Ach, die nehme ich erst. Gebe ich erst ab, wenn ich aus dem Herzen. Wo ist denn dieses halbe Herz, was ich nehmen kann? Was welches ist denn Quest? Ganz bei oben. Der Nummer 2 ganz oben. Ganz oben. A Flight for the Ghost. Hat jemand mal die Kühe vermehrt? Nee, ich nicht. Dann lass ich dir mal Liebe machen. Hier, Eisli, wo bist du? Liebe. Bitte schön. Mach mir ein Herz. Und was habe ich bekommen? Ah. Wow! Yeah, wir haben noch 9 Leben. Ich habe aus der Reward Bag ein Reward Bag bekommen. Echt? Ja, ist möglich. Echt? Sehr wie gut. Wie geil ist das denn?
Ich habe auch nicht die Eisenstiefel genommen, sondern das Reward-Bag und habe eine Steinpicke und ein Steinschwert bekommen. Oh, cool. Ich hätte lieber die Eisenstiefel genommen. Ja. Ich bestehe gerade komplett aus Gold. Mmh. Unser kleiner nice Goldjunge. Oh, ja, ich bin halt der. Ne, er glitzert okay. Im Sonnenlicht. Edward Twilight. Da brechen doch die Viecher. Wie ging nochmal die Titelmelodie von Twilight? Keine Ahnung, nie gesehen. Kennt man den? Warum? Das ist Beethoven für Elise. Nein. Für Elise ist doch. Das ist. Ja, das hast du gerade gesungen. Nein. Warte, ich könnte das jetzt auf Klavier spielen, aber mein Klavier ist gerade zu weit weg. Ich kann das Ich finde die Mondlichtsonate um einige schöner. Die ist auch schön. Nein, mein aber für Elise ist cool. Lied auf Klavier ist wirklich für Elise. Echt? Finde ich überhaupt nicht. Mhm. Ich finde die Mondscheinsonate um einiges schöner. Was ist denn mit euch los? So viel Kultur, Hilfe! Wem ist denn überhaupt die Mondscheinsonate? Das ist mir völlig Wurst. Von Ludwig von Beethoven, mein Freund. Und welcher Satz ist das? Und welcher Satz sag ich schon? Welche Tonart? Sonate, meinst du? Cis-Moll, mein Freund. Ja. Kultur. Davon hast du was? Was machst denn du hier? Eigentlich nennt sich das Musikunterricht. Ich brauch Flint. Ach so. Ja, natürlich. Woran sie denkt, ist natürlich erstmal Penisse. Ab jetzt, hier im Kino. Was ist denn die nächste Quest? Dann kümmere ich mich mal darum. Bucket of Life. Hallo? Ja. Hallo? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Hallo? Apropos Penis. Life, The Witcher 3 steht in den Startlöchern. Ja. Wieso? Hast du an Loch gedacht oder was? Nein, generell Nacktheit in dem Spiel ist ja sehr, sehr groß geschrieben. Und wir reden hier von wirklich ansehbare Sexszenen. Da ist das Niveau, das ich vermisst habe gerade. Ja, um nochmal auf die Mondscheinsonate zurückzukommen. Was? Nee, also, kommen wir bitte wieder zum populären Stuff zurück, in so, okay. So Brüste und so. Titten. Oh, ich pack Titten ins Thumbnail. Das gibt Klicks. Oh, da habe ich gleich meine zwei Flints. Perfekt. Was wolltest du sagen? Erzähl nochmal. Ja, wie seht ihr das dem allen so ein bisschen? Ja, ist eigentlich völlig Wurst, was in so Videospielen drin ist. Ich meine, das Spiel ist ab 18, das heißt, dann können alles reinpacken, was sie wollen. Oder ist das mir so... Ich finde, weiß ich nicht. Es kommt halt drauf an, weißt du, wenn's zum Spiel gehört, dann gehört das zum Spiel. Du kannst ja auch nicht sagen. The Witcher ist ja schon seit dem ersten Teil ein sehr berühmtes. Ja. Ich meine, da wurde ja ein Sammelkartenspiel draus gemacht, dass man mit so vielen Frauen schläft wie möglich. Du versuchst es nicht. Ich glaube, es hört sich gerade niemand gegenseitig zu. Das sind nur Eisley und Sunny, die lenken sich wieder gegenseitig ab. Mensch. Hört auf, aneinander rumzuspielen und redet mit uns! Jetzt. Habt ihr Facecam an? Wir waren aber vorhin in Tiny. Wo wart ihr? Tiny Chat. Was? Die haben sich gegenseitig mit anderen fremden Leuten im Internet gezeigt. Oh nein. Okay. Oh, da kichern sie schon wieder. Oh Gott. Du musst erst oben drauf klicken. Menschen müssen nur den Nippel durch die Lasche drehen. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da scheint sofort ein Pfeil. Und da drückst du. Sing mit! Da drückst du auch mal drauf. Und schon. Und dann geht die Lasche auf. Oder? Geht alles auf. Ja, oder so. Hey, hier ist ein Wasp. Ein Wasp? Schießt er mich jetzt ab, weil hier Lücken sind im Gehsteig? Oh. Ich brauchte einen Redstone. Oh ja, er schießt mich ab. Und wie viel haben wir? Oh ja, er schießt mich ab. Ich brauche ganz, ganz viel. Also für die nächste Quest brauche ich ganz, ganz viele Enderperlen. Echt? Oh, ich bin froh, dass Cobblestone nicht explodiert, ey. Also um es mal klarzustellen, wenn wir ein Jetpack haben, ne, dann bin ich der Erste, der den benutzt. Ne? Und der Erste, der damit steht. Das sollen wir ihn nicht, sollen wir ihn nicht an eine Kiste legen? Und wenn wer auch immer diesen Jetpack benutzt und kaputt macht, wird gefickt. Der muss erstmal das und zweitens muss er auch einen neuen bauen. Okay. Bin ich dafür. Wie viel brauchte ich? 1, 2, 3, 4 brauchte ich. Okay. Ja. Wer kaputt also macht, muss reparieren. Ganz einfache Regel. Ich gebe die Quest gerade ab, mit, dass wir Enderperlen kriegen. Vor allen Dingen. Und bitte alle Enderperlen an mich, weil dann sonst kann ich. Bitte alle Enderperlen an mich. Ich bin wichtig. Ja, das ist I'm fabulous, bitch. Wow, ich hab mein. Ach nee, okay. Ich wollte gerade sagen, mein Reward-Bag steht einfach mal nichts. Also ist nichts drin, ne?
Mhm. Aber wenn du mit der Maus darüber gehst, da ist eine Florb drin. Das heißt, diese Flut Life Essence Viecher. Mhm. Cool. Ich hab noch einen Weak Blood Orb im Inventar. Was bringt das nochmal? Ey, das, die waren im Alchemisten-Set oder nicht? Keine Ahnung. Jemand, könnt ihr bitte kleinen Ward machen bei der Enderman, Enderperlen? Nee. Vielleicht kriege ich dann genug. Vier Perlen gibt eins. Ich brauche 8. Welches Stück. Ist denn das? Bei der Nummer 2 unten rechts. Ach so, 15. Da, okay. 5. Und das reicht mir nicht. Ich habe 5 bekommen. 10 kriegst du jetzt. Das ist ja, 6 brauche ich noch. Haben wir noch welche hier bei uns? Die habe ich gerade alle rausgenommen. Ach so. Dann kann ich die Quest nicht fertig machen, bis die wieder freigeschalten ist. Die kann man alle einen Tag und 6 Stunden machen. Dann nehmen wir einfach einen Tag und 6 Stunden auf. Wo ist denn das Problem? Jetzt brauchen wir noch eine Water-Single. Und wir müssen ein Ender-Lily-Seeds machen. Wo kriegen wir die Ender-Lily? Ja, den Ender-Lily-Seeds, da bin ich ja dabei. Da brauche ich die Ender-Perlen. Brav. Haben wir nicht Ender-Lily-Seeds irgendwo liegen? Weiß ich nicht. Nein. Auch egal. So, wo bekommen wir einen Stahlbarren her? Aus Stahlnuggets. Und wo bekommen wir Stahlnuggets her? Aus einem Stahlbarren. Ohne Information. Kannst du noch weiter klicken, oder nicht? Nein, das geht echt nicht. Das geht nicht. Ah, Stil. Wer macht denn beim Mob Top Dirt? Stahlstaub oder Stahlblock. Das. Und es gibt aber noch... Da sind auch Eier drin. Weiter unten ein Stahl-Ingot. Es gibt nämlich 2 Stahl-Ingots. Und das sind die Nuggets, ja. Okay, Stahlstaub, ja. Ich glaube, ja, wir haben dein Questbook gerade gefunden. Das kommt davon, wenn man die Kisten nicht aufräumt. Die war bei den Mob-Drop-Sachen drin. Ja, es kann sein. Egal, ich habe ein zweites. Wenn ich nochmal sterbe, ist das auch perfekt. So, und das hier wird garantiert das passieren. Nee, noch nicht. Was denn? Stahl, so. Wo ist denn? Ja, du musst... Da oben ist auch noch ein Stahl-Ingot. Keine Ahnung. Du kannst Eisenstaub mit 4 Charcoal in einem Induction Smelter melzen. Oder in einem Blast Furnace. Kannst du aus einem Eisenbarren einen Stahlbarren machen. Wir sind übrigens über der Zeit. Gibt's Minionstone oder wie heißt denn dieses? Ist das Stein, mit dem man Enderperlen machen kann. Hallo, wir sind wieder bei Zocken. Scheiß drauf. Okay, dann tschüss. Bis später. Tschüss.